Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge. Sensationell, Folge 20 von Final Fantasy 7. Herrlich. Wir sind in einer Jubiläumsfolge, liebe Leute. Und gehen weiter. Und zwar müssen wir die nächste Kiste irgendwie öffnen. Wir sind im Shinra-Hauptgebäude und öffnen Kisten noch und nöcher und holen uns Schlüsselobjekte, die Midgar-Teile. Da können wir immer nur eins holen und dann einsetzen, damit wir die nächste Kiste öffnen können. Ah, dieser Wurm, der ist lächerlich. Also da verschwende ich keine MPs für Zauber oder so. Nein. Das war's schon. Also. Ja. Aber 90 Chills für den leichten Gegner, also das ist cool, ja. So, da haben wir noch eine. Aha. Okay, da können wir nur da einsetzen. Zack. Es hat sich wieder was geöffnet, Leute. Und das fügt sich im Moment zusammen alles jetzt schon. Ah, okay. Da haben wir die letzte Kiste hier drin. Ja, bitte. Codekarte 66 erhalten. Okay. Da ist ja noch was kaputt. Okay, also. Gibt es hier noch eine Kiste irgendwo? Da ist alles leer, da ist leer. Hier drin ist leer, hier ist leer. Ja, da ist alles leer. Aber wir haben die Codekarte 66 schon. Gut, gehen wir. Ja, wir haben nur noch zwei Stockwerke, Leute. So, schauen wir mal das nächste Rätsel an. Also in jedem Stockwerk dürfte ein Rätsel sein. Kommt mir das nur so vor, oder stinkt der Konferenzraum wirklich? Von irgendwo kommt da ein seltsamer Geruch her. Das bin ich. Ich habe mich nicht geduscht. Was ist das für ein Mensch? Mir stinkt das ganz schön, als all diese Akten zu schleppen. Aber ich treffe viele Typen, da ist. Das ist wohl der Vorteil, wenn man Sekretärin ist. Ja, ja. Keine Ahnung, was du da meinst. Sie haben noch eine exekutive Besprechung, ob es wohl um den Zwischenfall mit der Platte geht. Übrigens hörst du manchmal im Badezimmer von irgendwo flüstern. Was habt ihr da? So, was bist du für einer? Aha, okay. Puh. Leute, Leute. Da fühle ich mich, als ob ich tatsächlich am Leben bin. Das Gefühl, diese Welt zu bewegen, nur mit meinen Händen. Komm, wir bauen die Zukunft von Marco. Von Marco. Ist die Toilette. Was ist denn da? Hochklettern, weg von hier. Hochklettern. Ah, da kommt man in den nächsten Raum rauf. Okay. Wow, so viele Anzüge. Da ist der Präsident. Wir haben die Schadenseinschätzungen für Sektor 7, der Reef. Unter Einbeziehung des bereits eingerichteten Fabriken und Investitionen. Der bereits eingerichteten Fabriken und Investitionen beläuft sich das Schaden auf schätzungsweise mal 10 Milliarden Chill. Die Kosten für den Wiederaufbau von Sektor 7 belaufen sich. Wir bauen nicht wieder auf. Was?
verlassen Sektor 7, wie er ist. Und fangen den Neo-Midgar-Plan wieder an. Okay. Und das alte Volk? Das verheißene Land wird bald uns gehören. Ich will, dass du die Makrosätze erhöhst. 15% in jedem Gebiet. Sätze hoch, tralala. Und bitte berücksichtige auch unser Raumprogramm im Budget. Reef und Scarlett verteilen die zusätzlichen Einnahmen aus der Erhöhung. Oh Mann. Okay. Mein Herr, wenn Sie die Sätze erhöhen, verlieren die Leute das Vertrauen. Das haut schon hin. Die ungebildeten Bürger verlieren nicht das Vertrauen. Sie werden Shinra Inc. noch mehr vertrauen. Ha, der Heidegger. Schließlich waren wir es, die Sektor 7 vor Evelix gerettet haben. Diese verfluchte... Düt. Hoi, jo, wie geht's dem Mädchen? Ja, das würde mich auch gerne interessieren, ja. Also, Birk ist sie nicht so gut wie ihre Mutter. Ich bin auch dabei, sie mit ihrer Mutter Ifalna zu vergleichen. Aber momentan ist der Unterschied 18%. Wie lange wird die Arbeit dauern? Wahrscheinlich 120 Jahre. Wahrscheinlich ist es unmöglich, sie zu unseren Lebzeiten abzuschließen. Oder zu Lebzeiten des Subjekts. Das ist der Wissenschaftler, ne? Deshalb überlegen wir uns, ob wir sie züchten sollen. Dann könnten wir eine produzieren, die unsere Forschungsarbeit über lange Zeit aushält. Was ist mit dem verheißenen Land? Wird es unsere Pläne nicht behindern? Darauf muss sich mein Plan stützen. Die Mutter ist zwar stark, zeigt aber trotzdem Schwächen. Damit ist unsere Besprechung beendet. Eieiei, ich glaube, ich ahne schon was, dass bald der nächste Bossgegner kommt, Leute. Etwas stinkt hier. Der Crappy, ja. Nein, der Crappy stinkt nicht, aber Crappy hat recht. Sie sprachen über Tayua, oder? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Gehen wir ihnen nach. Okay, müssen wir rausgehen. Okay, da sind sie. Hojo, hä? Okay. Der geht rauf. Gehen wir nach, Leute. Haha. Ich will den schlagen, den Hojo. Ich erinnere mich an ihn. Diesen Hojo-Typ, er ist Chef der wissenschaftlichen Abteilung der Shinra. Hosti, kennst du ihn nicht? Ich habe ihn vorher noch nie gesehen, also so sieht er aus. Oh, Leute! Schauen wir mal, wer das ist. Ah, neue! Fischfleisch! Miss. Ah. Was für ein Einstieg. Zack, zack. Er ist einmal hinüber. Das sind ja schwach, Leute. Bam, bam. Ja, die Jubiläumsfolge 20, Leute. Ah, herrlich. So weit sind wir schon. Bam, bam.
Zack, und der ist hinüber, jawohl. Das Limit heben wir auf für ein Hojo oder vielleicht für den Präsident Shinra. Ich weiß nicht, gegen wen wir kämpfen. Okay. Leute, Leute, ich glaube, das schreit förmlich nach Bossgegner. Ist das Objekt von heute? Ist das das Objekt von heute? Oho. Ja, wir fangen sofort an. Setz es auf die höhere Stufe. Mein teures Subjekt. Du wirst dein Subjekt nicht bekommen. Dafür werde ich sorgen. Teures Subjekt? Wird es für ein biologisches Experiment benutzt? Oh je. Oh oh. Jenova. Okay. Oh, die Erinnerung. Ah, Visionen oder Erinnerungen sind das eben immer. Jenova. Sephiros. Also, sie haben es hierher gebracht. Horsti, sei stark! Hast du es gesehen? Was gesehen? Es bewegt sich. Noch am Leben? Leute, wo ist sein Kopf? Das Ganze ist hinverbrannt. Lass uns weitermachen. Okay. Okay, dann müssen wir schauen. Oh, Leute. Müssten wir nochmal vielleicht zurückgehen? Ich habe keine Ahnung, ob wir das nehmen können. Das ist. Ah. Das sind Shinra-Soldaten. Ah, jetzt da muss ich wahrscheinlich. Ah, das ist bitter, dass das jetzt keine Limit, dass ich jetzt kein Limit mehr habe, falls ein Endboss kommt. Ich habe dummerweise nämlich. Leute. Ah, da muss ich mich heilen, Leute. Blitz 2. Crap ist verletzt. Ja. Das ist eine Kiste. Substanzgift erhalten. Gut, wir werden speichern, liebe Leute. Und einmal weiterkämpfen, ehe wir in der nächsten Folge dann wirklich weitermachen. Weil wir werden es. Oh. Habe ich schon gemacht.
Shinra-Gebäude, 67. Stock. Wir werden Objekte nehmen. Und zwar haben wir genug Tränke. Wir müssen uns wieder welche kaufen, Leute. Was bewirkt eigentlich das Elixier? MP herstellt es hierher. Phönixfeder, Leben zurück, klar. Heiteren KP, Zelt. Beruhigungsmittel versetzt in Trauer. Dann werden wir es mal ausrüsten. Ich verstehe nicht, warum ich nicht ausrüsten kann. Ich habe doch eine Waffe, ich habe doch diesen Mysril-Stab. Der ist ja da, schau, da ist er da. Okay, na ist egal. Ja, ich werde trotzdem speichern, noch einmal. Ich habe genügend Heiltränke, Leute. Wir werden weiter kämpfen, noch ein paar Minütchen hier, damit wir weiter Kraft sammeln können, und wir werden rückwärts angegriffen, also. Der ist eh so leicht, Leute. Zack, zack. Achso, hoppala. So, das war's jetzt mit ihm. Ja. Ich habe fast wieder 2000 Chills. Ja, das ist dieser... dieses Monster. Ja, da werden wir weiter auf jeden Fall kämpfen, ehe wir weiter nach oben gehen. Weil ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Kraft sammeln. Denn ich glaube, zu ahnen, dass der Hojo als Bossgegner kommt. Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Das ist 25 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, Leute. Also, ja. Limit, ich muss die Limits aufheben. Der ist hinüber. Ja, ich hebe mir die Limits auf. Weil wenn wir wirklich gegen den Hojo kämpfen oder vielleicht gegen einen anderen kämpfen, keine Ahnung, dann haben wir das dann nicht mehr. Da müssen wir wieder vollladen lassen und das dauert halt ein bisschen. Ja, der ist eh leicht. Ah, gut. Okay. Der müsste lieber sein einmal. Nö. Ja. Wichtig ist, dass wir uns einiges an Chills an Tränken wieder kaufen. Wir haben zwar noch einiges, aber man sieht, wie schnell die eigentlich weniger werden. Ja, dann speichern wir mal und lassen es mit dieser Folge ebenfalls. Und wieder mal sagen, ich bedanke mich für euer Zuschauen. Und lasst mir wieder ein Like da. Das war die Jubiläumsfolge 20. Wir folgen Hojo weiterhin. Ja.
Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Danke, dass ihr jetzt eingeschaltet habt. Lasst mir ein Like da, Abo, Glocke nicht vergessen, wenn ihr noch nicht habt. Und Dankeschön. Game over. Und ciao.